Viele wollen nach Amerika, nicht alle schaffen es. Erzählt doch ein bisschen über euren Prozess. Der Prozess sieht dann eigentlich relativ einfach aus. Also man kreiert dann so ein Online-Profil, sage ich mal, für sich selber mit Highlight-Videos oder auch Spiel-Videos, was in meinem Fall relativ einfach war, weil die Spiele eh von uns gefilmt wurden für Videoanalyse. So ein Sichtungscamp wird angeboten, wo alle Spieler der Agentur sozusagen mal ja, zusammenkommen und dann auch Trainer der USA rüberkommen und dann wirklich mal auch einen Live-Eindruck von Persönlichkeiten, technischen Fähigkeiten zu kriegen. Bei mir war es so, meine Eltern haben mich da voll unterstützt. Mein Vater war früher auch drei Jahre in den USA gelebt und hat gesagt, das muss ich unbedingt machen. So eine Chance kriegt man nur einmal, sage ich mal, oder kriegt nicht jeder. Und ich meine, ich habe das Talent bekommen, dass ich gut Fußball spielen kann und da habe ich das meiste draus gemacht, sage ich mal. Ja. Für mich war es natürlich wie für alle hier, sage ich mal, ist ein Riesenschritt, weil man hat meistens das Abitur erst gemacht und dann geht man in ein fremdes Land, also ist was anderes, wenn man Urlaub macht in den USA oder halt jetzt man dann wirklich dorthin zieht und dann sich für 4 Jahre committet, quasi hierher zu kommen. Das ist halt schon ein großer Schritt, weil man kennt meistens gar keinen hier. Man hat keine Familie, keinen Bezug, keine Freunde. Es ist natürlich alles ganz anders. Ja, neue Und Sprache, alles neues Umfeld. genau, weil du Ja. siehst ja die Uni meistens nicht, du weißt ja nicht, du hast meistens nur mit deinem Coach über Skype geredet, du weißt nicht, wie der in 1 zu 1 wirklich ist, also wenn du mit ihm wirklich redest. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann's, ich mache es einfach mal und schaue, wie es halt wird. Und wenn es einem nicht gefallen sollte, sage ich mal, kann man ja immer noch zurückgehen, das ist ja kein Problem. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es auch sehr wichtig ist, so ein Risiko auf sich zu nehmen, weil, wie der Kerl schon gesagt hat, so eine Chance bekommt nicht jeder. Und ich denke, das bringt einen menschlich auch total weiter, weil man einfach viel reifer wird, schneller, weil man sehr viel auf sich allein gestellt ist. Und man muss einfach selber viel machen, was man, sage ich mal, in Deutschland jetzt nicht gemacht hätte, wenn man jetzt noch daheim gewohnt hätte. Deswegen finde ich das schon auf jeden Fall ein super Schritt, den man da machen kann. Also muss halt jedem persönlich gefallen. Aber ich denke, die Leute hier sind total herzlich und alles und man kann sich da total gut einleben. Deswegen ist das eigentlich gar kein Problem Ist gewesen. wirklich so, ja. Du Ja. kriegst einfach Leute, die nehmen dich gleich zum Thanksgiving mit und alles drum und Eben, dran, das und ist laden krank. dich überall ein. Ja, Und super. das ist schon echt cool. Ihr beide kennt euch ja schon eine lange Zeit, seid auch beste Freunde und so. Habt ihr damals gesagt, komm, wir gehen zusammen zur gleichen Uni oder wie lief das damals? Also wir kannten uns da direkt davor nicht, wir wussten voneinander. Sind dann eben irgendwie ein bisschen in Kontakt geblieben und dann, weiß ich nicht, nach gewisser Zeit war es dann mal irgendwie so, ja, und wie schaut es bei dir eigentlich so aus? Das war relativ am Ende schon, also war dann kurz davor eben hier zu unterschreiben, sag ich mal. Und dann habe ich mal Flo gefragt, wie es bei ihm eigentlich ausschaut. Und er so, ja, er ist momentan noch mit zwei der Unis in Kontakt und eine davon ist Binghamton. Und ich so, hä, also ist krass, also Zufall halt. Ja. Ich bin eigentlich schon fast sicher, dass ich hierher gehe. Und dann, ja, 2 Tage später hat er mir dann zurückgeschrieben, dass er auch herkommt. Und dann war cool, weil es halt immer, wie gesagt, es ist halt ein komplett neues Umfeld, man kennt noch keinen. Ja. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, mit dem man halt irgendwie mal so die ersten 2, 3 Wochen rumhängen kann, wo man sich wohlfühlt. Und der auch also jemanden hat, der genauso fühlt wie einen selber, weil ich meine, ja, gerade als internationaler Flug gesagt, man ist komplett weg von daheim. Es ist nicht so, dass man mal irgendwie eine Stunde im Auto sitzt und dann ist man daheim, sondern ja, man führt eigentlich sein eigenes Leben und sag ich mal noch 19, 20 Jahre alt und ja, dann Heimweh und solche Sachen kommen dann auch noch mit ins Spiel. Zumindest war es bei mir so im ersten Semester. Dann, wenn man jemanden hat, der diese Gefühle teilen kann, hilft es dann schon. Ja, genau. Ja. Deswegen bin ich froh, dass er hier ist. Na, stimmt. Ja, wir waren ja auch 4 Leute. Genau, es war halt super, wir waren War vier ja Deutsche, dann es war halt dann schon. Robert, ich und dann ihr Ja. beide. War ganz lustig. Was haben Freunde gesagt? Komm, was weißt du jetzt in Amerika? Die spielen doch gar keinen Fußball dort und sowas alles. Wie war deine Reaktion? Also meine Familie, die steht immer hinter mir, also die unterstützen mich da voll und ganz. Sie sagten, das ist meine Entscheidung. Wenn du das machen willst, stehen wir hinter dir. Wenn du hier bleiben willst, stehen wir hinter dir. Aber ja, ich hatte da sehr, sehr viel Unterstützung. Meine Freunde waren zuerst halt so, ja, Amerika, Fußball, das passt ja nicht zueinander. Aber als ich ihnen dann das Ganze erzählt habe, waren sie dann schnell auch überzeugt.
und fand es halt auch mega cool, hat das College Life, der Lifestyle und so, stand dann auch hinter mir. Und na klar, sie waren halt alle ein bisschen traurig, dass ich dann gehe. Und auch für 4 Jahre, ist ja nicht nur für ein Austauschsemester oder so, was viele machen, das sind 4 Jahre, ist eine lange Zeit. Aber ja, wir stehen weiterhin in Kontakt, wir wollen Kontakt auch behalten mit meinen Freunden. So. Und ja. Ja, das stimmt. Ich meine, bei mir ist jetzt schon 6 Jahre. Sehr lange. Also mein Englisch war eine Katastrophe. Ich musste den SAT-Test 3-mal machen. Und dann habe ich einen TOEFL-Test. Da hatte ich die eine Frau, die hat mir gesagt, ja, okay, du kannst auf Klo gehen in der Zeit. Und dann ist da Pause. Ich komme wieder, der Hörtest geht gerade an. Ich so, nein, renn hin, musst du den normal machen. Wie war es bei euch? Waren die Tests schwer? SAT, TOEFL-Test und wie ist euer Englisch? Also der SAT ist auf jeden Fall schwieriger als der TOEFL. Es sind auch unterschiedliche Bereiche. Also ich habe mich schon schwer getan mit dem SAT. Ich hatte dann relativ viel Glück, sage ich mal. Hatte dann noch ein gutes Score, aber was eher mehr Glück als Verstand war. also das geht auch vielen anderen so. Ja, ich meine, natürlich kennt man Englisch, aber ist jetzt nicht irgendwie der Experte da drin. Und man lernt es natürlich in der Schule, aber irgendwie so richtig lernt man es dann erst, wenn man hier ist und wenn man dann auch das ganze Umfeld Englisch spricht und man muss Englisch sprechen, ja, dann lernt man es so richtig. Und also wie ich hergekommen bin, mein Englisch war, sag ich mal, in Ordnung, man versteht alles, aber man zögert halt so ein bisschen zu sprechen, weil man halt auch irgendwie nicht Angst hat, aber man will halt auch keine Fehler machen und alles, und deswegen zögert man am Anfang ein bisschen zu sprechen, aber mit der Zeit kommt das alles und ja, mittlerweile ist es so, dass ich sogar mit Flo teilweise Englisch rede und dann denke ich mir so, hey, der spricht ja eigentlich auch Deutsch. Aber man ist einfach so drin und man träumt auf Englisch und alles ist mittlerweile noch Englisch. Ja. Also das ändert sich auf jeden Fall. Nochmal zu den Tests zurück. Wie gesagt, der TOEFL war ein bisschen einfacher, aber ja, es ist eine neue Erfahrung. Ja. Also das ist halt ein Test und der zählt. Und dann, ich meine, natürlich kann man ihn nochmal machen, aber man will es auch irgendwie vermeiden. Ja, und das kostet auch. Genau. Und das ist sozusagen deine Eintrittskarte für die Unis. Ja. Und wenn du halt den Test irgendwie daneben langst, dann kann es auch sein, dass die Uni irgendwie sagt, ja, du bist nicht angenommen. Und dann musst du den ganzen Prozess nochmal von neuem anfangen. Und was dann ein bisschen scheiße ist. Ja, ist schwierig. Wie war bei euch so die Erfahrung? Also mit dem Englischen war es eigentlich für mich gar kein Problem, weil ich hatte Glück, weil meine Mutter aus Sri Lanka kommt und da spricht man halt auch Englisch. Und deswegen hatte ich Glück, dass ich halt zweisprachig aufgewachsen bin. Das war halt dann schon ein Vorteil. Wobei ich aber auch sagen muss, der SAT, der war wirklich schwer. Also weil das sind halt dann Begriffe, die man nicht im Alltag ist, sondern totale Wörter, die einem gehen. Ich meine, Fachwörter einfach, die man nicht kennt oder nicht benutzt. Der TOEFL, der war, fand ich, echt einfach, also der war nicht schwer, also da musste man sich auch gar nicht vorbereiten, fand ich. Weißt du nicht. Ja, war super. Bei mir ist alles anders. Ja. Ich hatte zum Glück so einen Amerikaner, den ich kannte, der hat mir geholfen in der Schule. Und ich sag mal, das Niveau in der Schule, das man vom Englischen lernt, ist eigentlich auch relativ hoch. Ja. Also man kommt heutzutage schon sowieso, du hast sowieso ganzen Kontakt mit der Social Media, wo du eigentlich immer nur noch Englisch schreibst. Ich habe sogar meine ganzen Kumpels in Facebook auf einmal schreiben sie in Englisch. Und das stimmt schon, ist ein bisschen anders. Wie war bei dir? Also ich hatte jetzt keine großen Probleme mit den Tests. Ich hab mich schon ein bisschen vorbereitet, aber ich weiß nicht, die ganze Zeit am Büffeln für die Tests. Mhm. Also ich hatte recht gute Scores, aber ja, es war ganz okay. Auch jetzt, ich habe nicht große Probleme mit dem Englisch. Klar, es ist am Anfang so, manchmal fällt es einem schwer oder die Wörter kommen nicht so schnell, halt, um gerade zu antworten. Aber ja, ich denke, mit der Zeit wird es immer besser und man nimmt das auch halt auf von Freunden, die halt immer Englisch reden. Und ja, ich hatte halt Englisch schon, seit ich glaube ich 4 Jahre alt bin, hatte ich Privatunterricht. Darum ja, habe ich da auch ein bisschen Vorteil. Aber ja, ich denke, es kommt mit der Zeit, wird es auch immer besser. Ich meine, man hört auch jetzt bei meinem Englisch noch meinen Akzent. Und ich denke, ja, mit der Zeit wird das auch abnehmen, wird es immer besser. Und ja. Die Frage ist, ob man den Akzent noch haben will oder nicht. das ist die andere Sache. Ich glaube, es kommt immer ganz gut, wenn du einen Akzent hast hier, wenn du mal rausgehst. Nochmal zurückzukommen durch Fußball und Schule, habt ihr natürlich auch eine ganz schöne Belastung. Habt ihr Leute, die euch helfen, im Unterricht gut zu bleiben? Ja, also jedes Team hier oder jedes Sportteam hat sogenannten Academic Advisor. Das ist eine Person, die sich
einerseits mit Klassen, also man muss sich dann natürlich auch immer für Klassen mal anmelden und dann was für seinen Bachelor halt am besten ist und hier Trainingszeit dort und Klassenzeit ist nur dort und es ist immer relativ stressig, weil ich meine, ja, wir sind wie gesagt 25 Jungs am Team und jeder hat irgendwie einen anderen Unterrichtszeitplan, ja, und da musst du irgendwie noch eine Trainingszeit finden, wo jeder Zeit hat und dann gibt es nur Klassen, die zu einem gewissen Zeitpunkt angeboten werden und genau, also dann ist eben die, für uns ist die Christy, die hilft uns da extrem, ja, die weiß da immer Bescheid, weiß da auch immer, was Sache ist, wenn man irgendwelche Fragen hat, wo ist was bis wann muss was irgendwie ausgefüllt werden, dann weiß sie immer Bescheid und dann hat dann Rat und auch ja, wenn man auch irgendwie mit dem Fach irgendwie Probleme hat, dann gibt es uns Athleten auch immer Nachhilfelehrer, die man eben kontaktieren kann und die, ja, weiß ich nicht, dann in dem Fach eine 1 geschrieben haben und die das Material schon kennen und dann die irgendwie ein bisschen besser beizubringen. So. Und das ist dann nicht irgendwie eine Nachhilfestunde, wo der Lehrer vorne steht und 20 Schüler sind, sondern ist dann wirklich so 1:1, also ist dann ich und du. Und dann klappt das dann auch im Unterricht. Also ist dann schon sehr, sehr hilfreich. Also man muss gerade die Ressourcen, die man halt zur Verfügung hat, wie gesagt, also Nachhilfelehrer, dann jemanden, einen Experten, Ansprechpartner für irgendwelche alle akademischen Fragen, die man hat, wird dann sehr, sehr geholfen. Ja. Na, mega hilfreich gewesen bei mir auch. Ist jetzt erstmal die erste Woche, ich glaube, hast du zwei Unterrichtsstunden gehabt vielleicht? ja, ich hatte schon 4, glaube ich. 4? Okay. Okay. Ja, also es war bis jetzt ganz okay. Ja, also ich habe es nicht groß anders erwartet. Und ja, also Christi hat mir auch sehr geholfen. Ich wär verloren gewesen, hätte ich sie nicht gehabt. Und ja, mit dir hatte ich keine Mühe, irgendwie in die Klassen zu kommen. Bist du bei den in der großen Lecture gewesen schon? Oder? Nein, noch nicht. Noch nicht? Okay, ja, so klein, also ja, so genau. Wie ein Klassenraum, ja, genau, perfekt ja. Eigentlich. So lernt man, finde ich, eigentlich immer am besten noch, ja. Weil ja. Du bist halt direkt mit dem Lehrer auch. Man muss halt aufpassen. Quasi. Genau, du musst aufpassen, kannst nicht am Handy sein oder sonst was. Und du bist nicht mit 200 Leuten in der gleichen Vorlesung. Ihr verreist ja auch öfters, oder? Mit dem Bus, manchmal fehlt dir. Was ist, wenn du eine Vorlesung verpasst? Also wir haben ja quasi so ein bisschen Class Note Sheets, also ein Zettel, wo quasi draufsteht, welchen Tagen wir nicht da sind. Die gehen mit den Professoren in den ersten 2 Wochen und die schauen sich halt das an und schauen halt das, falls sie den Test, sag ich mal, nicht verlegen können, weil die Klasse einfach zu groß ist, dass wir den einfach nachholen können oder vorher nehmen können oder eventuell sogar auch bei den Spielen, das machen einige Unis auch, dass man den bei den Spielen machen kann, also wenn man auf der Reise halt. Ja. Und sonst muss man halt schauen, dass man selbstständig das Material nachholt, aber das ist meistens kein Problem, weil die ganzen Präsentationen ja online sind, deswegen ist das eigentlich ganz einfach. Ihr seid ja auch in der SOM, was ist die Business School hier in Binghamton, du hattest ein Internship gemacht, wie sieht es aus, gibt es da gute Möglichkeiten in Amerika auch Job zu bekommen oder wie? Also auf jeden Fall, also unsere Uni ist wirklich gut, also vor allem die Business School und da hat man super gute Connections und natürlich, weil New York City natürlich auch Finanzkapital, Hauptstadt quasi ist, ja. Der Welt, das sind halt alle großen Firmen in New York und das ist halt, man hat super Connections dazu und die Uni hilft, unterstützt einen da auch und man kann da auch super Angebote bekommen, also ja, ich sehe das momentan auch, bei uns in der City sind so viele aus Binghamton, ja. Egal wo, Ernst & Young, Goldman Sachs und so weiter. Genau, das ist super, also man kann an den Riesenfirmen kann man da super Jobs eigentlich bekommen. Ja, und auch, wir hatten jetzt einen Kollegen vom Basketballteam, der hat jetzt bei uns dann auch Internship gemacht bei KPMG und der hat einen Job wurde dann Job angeboten. Perfekt, ja. Und ja, super Möglichkeit für ihn. Erzähl mir mal ein bisschen über so einen normalen Tag, über eine normale Woche, die ihr so erlebt. Erstmal ist die Saison ganz anders, ja. Ich meine, wir sind es natürlich gewohnt, dass die Saison über das ganze Jahr geht oder 10 Monate mit, was weiß ich, 2 Monaten Pause. Und dann halt jedes Wochenende hast du ein Spiel. So. Und hier ist es halt eben anders. Hier ist die Saison halt eben in ein Semester reingepackt und so ungefähr die gleiche Anzahl an Spielen in der Hälfte der Zeit. Das heißt, du musst ungefähr doppelt so viele Spiele pro Woche machen. Das heißt, dann spielst am Wochenende, unter der Woche, am Wochenende. Also ungefähr alle 3 Tage hast du halt ein Spiel und dann halt jeden Tag Training. Ja. Und am Anfang war es schon eine Umstellung, weil mein Spiel ist natürlich immer eine höhere Belastung für den Körper als irgendwie eine Trainingseinheit und du hast natürlich auch weniger Zeit dazwischen, um dich zu erholen.
Aber mit der Zeit kommt man da rein und man, ich meine, wir sind ja alle fit genug, um das auszuhalten. Ich meine, du hattest ein bisschen Pech mit Verletzungen. Ja. Aber man muss halt dann auch selber auf seinen eigenen Körper hören und dann irgendwie, wenn es mal irgendwo zwickt, dann kann man auch mit den Trainern reden und sagen, lass mich mal raus aus der Session, damit ich morgen spielen kann. So, und dann haben die damit auch kein Problem. Man muss, wie gesagt, nur ehrlich sein. Ja, Communication, ja, mit denen genau. Sprechen, was ganz anders ist, finde ich. Zu Hause habe ich nicht wirklich mit den Trainern die ganze Zeit gequatscht. Ja, das ist auch anders. Das ist ein richtiges Teamgefüge, sage ich mal. Ja, und auch die verletzten Spieler sind immer bei den Trainingseinheiten dabei. Also es ist immer die Mannschaft sozusagen zusammen. Und wie gesagt, du spielst dann und dann der nächste Tag ist meistens, wie gesagt, ein Recovery Day. Und dann geht es auch, oder Videoanalyse vom Spiel davor oder schon Videoanalyse fürs nächste Spiel, weil ich meine, man hat dann immer nur 2-3 Tage zwischen, um sich dann wieder auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Also man hat wenig Erholung und es geht sozusagen Schlag auf Schlag, was an sich nicht schlecht ist, ist aber halt ungewohnt und ich meine, mit der Zeit kommt man da auch rein. Und zum Spring, das ist halt einfach ganz anders, weil da liegt, sag ich mal, der Fokus. Ist halt komisch, weil man nicht gewohnt ist, keinen Wettkampf mehr zu haben, sondern da hat man 4 Spiele, glaube ich, oder 5 Spiele. Aber da hast du halt dann Training in der Früh, also vor der Uni, so um 6:30. Das ist halt dann echt schon früh. Muss man sich auch erst wirklich mal dran gewöhnen. Vorteil ist natürlich, dass man den ganzen Tag dann noch hat. Aber es zieht sich dann schon, wenn man halt dann schon um 6 oder so Training hat und dann um 8 Uni bis um 2:30. Das ist dann schon ein langer Tag. Aber man ist auf jeden Fall, man gewöhnt sich dran, ist schon machbar. Und da ist halt dann auch im Spring ist halt dann auch der Fokus, dass man halt körperlich meistens zulegt, weil halt hier das Spiel einfach athletischer ist. Ja, da können wir gerne danach nochmal zukommen. Deutschland. Das ist ein ganz anderes Style. Genau. Und aber im Spring habt ihr auch am Wochenende frei. Genau, da haben wir am Wochenende frei. Was für euch machen. Da, das ist ganz schön, da können wir eigentlich dann immer, weil wir sind jetzt auch nicht so weit von New York City weg, da können wir fahren auch immer zu dorthin. Ja. Und sonst haben wir halt am Wochenende frei, das ist ganz schön, da haben wir Zeit für uns. Wie hast du dich vorbereitet, dass du hergekommen bist? Wie war diese Vorbereitung im Gegensatz zu deiner deutschen Vorbereitung? Also die Preseason war sehr streng. Also wir hatten jeden Morgen, also in den nächsten paar Tagen hatten wir die Fitnesstests, die wir bestehen mussten, um unser Material zu kriegen. Und die Fitnesstests waren also viel strenger als das, was wir hatten in der Schweiz. Und ja, es war eine sehr hohe Belastung für den Körper. Wir hatten halt auch viel Recovery Sessions, jeden Training, Eisbad, Powerplay. Und ja, das war ganz anders als in der Schweiz. Es war auch viel mehr Fitness-Tests. Wir hatten vielleicht einen alle 3 Monate und hier hast du 3 in 3 Tagen. Ja. Und wenn du es nicht bestehst, hast du einen Tag frei und dann wieder 3 in 3 Tagen. Also es ist halt. Was passiert, wenn die Spieler das nicht bestehen? Also geht es immer weiter. Genau. Müssen die halt immer weiter die Fitness-Tests machen, bis sie halt bestehen. Ja. Und ja, gibt es so ein Punishment, da müssen die was Verschiedenes tragen? Also bei uns, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Schulen ist, aber bei uns ist es so, dass unser Trainer, also wir, wie gesagt, nur wir haben 3 Fitness-Tests und muss mindestens 2 von 3 bestehen, um dann Material zu kriegen. Das heißt Laufschuhe, Fußballschuhe, Trainingsklamotten, Rucksack, was auch immer dann das Material ist. Jeder, der nicht besteht, der ist hat ein graues T-Shirt an und alle anderen haben ein grünes T-Shirt an. Und ist dann auch irgendwie so ein bisschen so eine Herausforderung für den, der dann noch in Grau ist, irgendwie zu sagen, ja, hey, ich will jetzt auch mal mein grünes T-Shirt haben. Ja. Oder ich will mal meine Laufschuhe oder Fußballschuhe ja, haben. Genau. Und um dann eben halt ein bisschen härter zu arbeiten, um dann eben auch das zu bestehen, um dann halt das Material zu bekommen. Man kann jetzt nicht in diesen 2 Wochen so fit werden, wa? Ja, man muss ja eigentlich über den Sommer auch, und da kriegt ihr ja auch einen ganzen Plan, wa? Strukturiert, genau, vom genau. Mai, glaube ich, ja. 23. Mai ist meistens immer, wenn es anfängt, und dann habt ihr jeden Tag, was du kontinuierlich machen musst, und dann ist man eigentlich auch fit genug, um die Sachen zu bestehen. Vielleicht dazu noch, das ist halt schon hart, ja, ich meine, man geht dann nach Hause, also meistens international fliegen dann über den Sommer nach Hause, sind dann ungefähr immer 2,5 bis 3 Monate frei. Man hat auch andere Möglichkeiten, man könnte auch hier bleiben und so eine Sommerliga spielen, aber also für mich jetzt, oder Flo auch, wir sind jetzt immer nach Hause geflogen, hatte auch jetzt ein Praktikum. Also ist dann schon hart, also halt jeden Tag wirklich die Arbeit reinzustecken und dann irgendwie für sich selber laufen zu gehen, weil irgendwann, weiß ich nicht, nach 3-4 Wochen sagt man so, ey, ich habe keine Lust mehr. Aber man hat keine Wahl, sage ich mal. Und man merkt es auch, ja, also das, wie der Flo vorher schon gesagt hat, also der Style hier ist ein bisschen physischer, mehr Laufen, ein bisschen
kräftigere Spieler, mehr einfach athletischer, ja. Dann stimmt schon, dass das Fitnesslevel hier wahrscheinlich höher ist als in Deutschland oder in Europa generell. Ja, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Habt ihr zum Beispiel den Trainer, dass der euch anruft über den Sommer oder so? Seid ihr in ständigem Kontakt? Oder vertraut ihr euch, dass ihr die Sachen macht? Oder fragt ihr auch öfters mal, wie sieht dein Fitnesszustand aus und sowas? Also bei mir persönlich habe ich jetzt schon ab und zu mit ihm Kontakt gehalten, aber habe ich ihm das Update gegeben. Also er ist jetzt nicht auf mich zugekommen und hat jetzt die Leute, sag ich mal, kontrolliert. Bis jetzt an dem Tag gelaufen und hast du das und das gemacht. Also er vertraut uns da auf einer gewissen Basis schon, dass wir fit zurückkommen, weil er tut sich, sag ich mal, selber keinen Gefallen. Ja. Weil der Körper bricht halt dann irgendwann mal ein, wenn man halt nicht einigermaßen fit hierher kommt, weil dann kann man einfach die Belastung von den Spielen einfach nicht standhalten. Und deswegen tut man sich einfach selber keinen Gefallen, wenn man nicht fit hierher kommt, deswegen muss man jetzt selber die Arbeit, sag ich mal, über den Sommer reinstecken, und es ist zwar hart, aber im Endeffekt lohnt sich es dann schon. Ja, auf jeden Fall. Weil es dann schon angenehmer wird. Vor allem lohnt sich es, wenn man nur 2 und nicht 8 Fitness-Tests laufen muss. Ja, und du guckst zu, genau, wenn die anderen laufen. Ja, du klatschst ein bisschen, du gibst ihnen Wasser. Das ist auf jeden Fall. Die zweite Runde Fitness-Test ist immer vor dem Morgentraining, ja. Also ist vielleicht um 7:30 am Morgen, und die anderen können dann länger schlafen. Also es ist viel besser, als hier gerade am Anfang besteht. Du bist ja neu zugekommen. War der Trainer da mehr hinterher, dass er dich ja angerufen hat oder mit dir geschrieben hat? Wir waren im ständigen Kontakt auch halt, weil ich viele Sachen halt auch ausfüllen musste, viele Formulare einschicken musste, Zeugnisse einschicken musste. Da waren wir viel im Kontakt. Er wollte auch, halt auch wissen, ja, wie es mir geht, wie der Zustand, ja, wie der Zustand ist, wie der Stand der Dinge halt alles ist. Die Saison in Europa geht ja bis Mitte Juni, ja. Also in der Schweiz, und er wollte halt auch wissen, wie es läuft in der Mannschaft. Und ja, wir waren da eigentlich ständig in Kontakt. Ja, es ist unterschiedlich auf jeden Fall von auch Unis. Bei St. John's der hat mich fast jeden Tag angerufen und hat gefragt, wie die Tests waren. Und wir hatten so einen Blog, wo jeder die Zeiten reinschreiben musste. Also wir hatten so diese ganzen Fitness-Tests und dann musstest du nur die Zeiten reinschreiben. Natürlich, manche haben da ein bisschen geschummelt, das hast du auch dann gesehen, aber dann dachtest du so, oh Mann, wie schnell sind die denn, wie fit sind die denn alle, wa? Das geht ja gar nicht. Und du bist dann rumgerannt und hast dich gefragt, wie hier die Amerikaner so fit sein können, ja? Wie ist so das Niveau? Wie gesagt, es ist sehr physisch, sehr körperlich, aber wie ist so ein Niveau vom Fußballerischen? Wie gesagt, ich habe damals immer beigespielt, was ja also nicht jetzt arrogant zu klingen, aber es war halt schon, sag ich mal, das höchste Niveau, was man spielen kann. Und dachte mir dann auch so, Amerika und Fußball, das passt irgendwie nicht so zusammen, ja. Und dann bin ich hierher gekommen und dann, gut, also es ist ein Unterschied, sag ich mal, man ist halt gewohnt, man hat, weiß ich, 25 Spieler im Kader und jeder ist ungefähr gleich gut, jeder ist halt unterschiedlicher Spielertyp, und dann kommt man eben her und dann hat man eben nicht mehr 25 Spieler, die gut sind, sondern irgendwie nur noch 13, 14, die kicken können, und dann der Rest ist halt, ja, qualitativ nicht mehr so hoch, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es dann auch wirklich war. Ja, wie gesagt, taktisch und technisch ist es hier noch nicht so ausgebildet, aber es ist im Kommen auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, gerade der internationale Einfluss, also wie gesagt, wir sind jetzt hier, wir waren zu viert, jetzt sind wir wieder zu dritt. Wir haben jemanden, also ja, wo kommen die anderen Mitspieler her? Wir haben unser Torwart ist aus Spanien, Charlie, und wir hatten ein paar Engländer im Team, dann Christian, der letztes Jahr gegangen ist, war aus Norwegen. Nico und Paul, die sind eigentlich aus Griechenland. Gerade im Fußball sind viele Europäer und Internationale auch vertreten, die dann auch irgendwie, sag ich mal, Qualität mitbringen. Fußball an sich als Sportart in den USA ist auf jeden Fall im Kommen. Ich meine, natürlich Football, Basketball sind immer noch Nummer 1 und 2, Baseball Nummer 3. Aber auf jeden Fall das Interesse wird immer größer und dadurch auch, sag ich mal, ja, die Qualität. Ja, auch jetzt mittlerweile spielen wir auch etwas taktischer und technischer, ja, was in meinem ersten Jahr, oder Flo in meinem ersten Jahr, noch nicht so der Fall war. Ja, und dann, aber man hat jetzt schon wirklich auch, wir haben gerade heute beim Frühstück darüber geredet, man hat jetzt auch schon einen deutlichen Unterschied gesehen, ja, zum Beispiel verglichen jetzt mit dem ersten Jahr zu dem Spiel, das wir gestern hatten. Und wie gesagt, also es ist besser, als man denkt, aber es ist halt ein bisschen anders.
Ne, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja gleich erstes Jahr, hast ja gleich am Anfang angespielt. Bei dir war es ein bisschen schwieriger am Anfang und dann warst du völlige Führungskraft bei uns und hast das defensive Mittelfeld eigentlich sauber gehalten. Wie war das für dich am Anfang? Es war einfach für mich eine Riesenumstellung, weil ich wusste, ich habe jetzt auch gedacht, so Amerika und Fußball ist jetzt nicht so. Ich wusste nicht, wie gut sie sind, dass die halt einfach so viel körperlicher spielen. Es ist halt einfach ein Unterschied zu Deutschland gewesen, weil dort einfach schneller, du spielst einfach schneller, weniger Kontakte, körperloser meistens, weil man kommt gar nicht in den Zweikampf, weil der Ball schon wieder weg ist. Und vom hier Kopf auch, Kopf die Spieler halt, sind viel weiter. Und hier laufen die halt dich tot, weil man kann hier auch unendlich oft wechseln. Und da laufen die dich quasi tot und dann habe ich einfach eine Eingewöhnungszeit gebraucht, aber danach ging es auf jeden Fall. Also man kommt dann auch relativ schnell rein. Also man darf es nicht unterschätzen, sage ich mal, wenn man hierher kommt. Weil es gibt dann schon wirklich gute Kicker, auch amerikanische. Aber der größte Unterschied, sage ich mal, ist halt taktisch. Also die sind halt einfach taktisch nicht so ausgebildet wie in Europa. Also das ist halt ein eklatanter. Ja, meistens ist so, der deutsche Spieler, der ist schon drei Schritte weiter und die sind immer noch da, können nicht weiter überlaufen oder sonst was. Und du willst eigentlich den Ball schon längst spielen, dann verlierst du den Ball und bist selber frustriert manchmal. Ja, das ist auf jeden Fall anders. Wie ist für dich so, erstes Spiel gestern, 4-0 gewonnen? Ich meine, das ist ein guter Start. Ja, super Start, ja, großartig. Ja. Auch die Stimmung, es waren sehr viele Leute da, sehr viele Zuschauer, es war unglaublich. Auch, wir haben sehr gut begonnen, haben gerade das Tor geschossen und ich denke, ja, war ein super Beginn. Was findet ihr eigentlich gut an dem Fußball hier und was würdet ihr sagen, wäre nicht schlecht, wenn man in Deutschland oder Schweiz das übernimmt? Der Fitnesslevel finde ich hier viel besser. Ja. Es wird viel mehr auf das Wohlbefinden des Körpers halt auf Wert gelegt. Wir haben hier ja den Medicine Room, so viele Möglichkeiten haben für die Recovery, was wir in der Schweiz nicht hatten, nicht mal für die Profivereine, vielleicht FC Basel. Ja. Sonst hat das kein Verein hier und hier hat das. Ja, haben das so viele Colleges und ich denke, das ist ein Aspekt, der in Amerika vielleicht schon weiter ist als Europa. Ja, da ist so viel Geld hinter auch wirklich. Ja. Das ist wirklich, man ist wirklich auch in den geilsten Hotels. Ja, und ich habe am ersten Jahr habe ich immer Fotos und Videos aus dem Whirlpool geschickt zu meinen Eltern. Also, was machst du denn eigentlich hier? Weil das ist natürlich, du kennst ja nicht Deutschland. Ja, wir sind dann mal mit so einem Bus, den haben die sich gemietet bei uns. Und dann sind wir nach Wolfsburg, Bremen oder sonst was hingefahren, aber auch dann wieder gleich zurück. Wenn einer einen Drug-Test hatte, da musstest du Dings warten, dann haben sie alle im Bus gewartet, dann konnte einer nicht pinkeln, dann hast du da drei Stunden gewartet, weißt du, und das war immer das ein bisschen unprofessionell, genau. Was man hier eigentlich so wirklich hat. Was ist so der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika? Wie ist das Verhältnis zwischen den Mitspielern, die auf der gleichen Position spielen oder auch mit dem Trainer? Also was ich jetzt gemerkt habe, ist, ich meine gut, wenn man in Europa spielt, dann hat jeder so das Ziel, Profifußballer zu werden, ja, und das wird dann irgendwann, je älter man wird, desto intensiver wird es und dann ist es auch dieser Konkurrenzkampf zwischen den Spielern ist extrem hoch und dann geht so ein bisschen dieses Mannschaftsgefühl verloren, finde ich. Und hier ist es ein bisschen anders, ja, also man wird hier auch extrem hoch angesehen, sage ich mal, als internationaler Spieler. Man muss natürlich seine Leistung bringen, es wird dann auch schon honoriert, dass man gewisse Qualität mitbringt. Die Mannschaft macht alles zusammen, ja, ich meine, viele nehmen die gleichen Klassen, man ist irgendwie den ganzen Tag zusammen, was ich persönlich extrem mag, ja, weil es halt einfach, ja, man ist wie Brüder. Ja. Und ich meine, das ist halt einfach wichtig, dann auch auf dem Spielfeld, dass man dann mit seinen besten Freunden zusammenspielt, was dann auch vom Verständnis her hilft, ja. Der größte Unterschied ist wahrscheinlich so das Gemeinschaftsgefühl, also es ist wirklich hier, man freut sich auch für den, ich weiß nicht, jetzt, wenn der Sturmkollege trifft und man ist jetzt momentan auf der Bank, dann freut sich jeder mit. Ja. Wo in Deutschland halt irgendwie, scheiße, jetzt hat er schon wieder getroffen und jetzt spiele ich nächstes Spiel wieder nicht. Ja. Genau. Das ist ja schon anders und ich finde es besser. Und die nehmen dich auch wirklich auf. Ich bin auch aufgefallen, ich bin jetzt vielleicht 3 Wochen hier und ich bin schon mega integriert und ich habe so viel Spaß mit allen Spielern. Ja. Und es ist halt, jeder pusht dich. Jeder will, dass du besser wirst, jeder will, dass du deine beste Leistung bringen kannst, auch wenn du vielleicht die gleiche Position spielst. Und das ist halt so für mich auch der größte Unterschied zu Europa. Es ist halt
ja, jeder will halt, dass du das Beste machst für das Team. Das Team steht immer im Vordergrund. Es ist nicht der einzelne Spieler, sondern es ist das Ganze, das große Ganze. Und das ist, finde ich, auch sehr gut. Also es ist, jeder bringt so seine besten Leistungen, die ganze Mannschaft wird besser. Also, so, ja, können wir viel mehr erreichen zusammen. Und ja, ich denke, das ist ein großer Unterschied auch zu Europa, zu der Schweiz. Und ja, ich finde, ich mag es, ich liebe es, ich finde es viel besser so. Ja, finde ich auch. Ich meine, du hast Leute, die umarmen dich und freuen sich mit dir, obwohl du spielst die gleiche Position genau, und das spielt jetzt nicht. In Deutschland, da zeigen sie dir Aluminiumsohle und sagen im Training, pass auf, ich hole mir die Position wieder zurück und so. Und ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie ist das Verhältnis mit dem Trainer? Ich kann jetzt nur für uns sprechen. Ja. Wir sind jetzt, sag ich mal, alle drei Führungsspieler und haben auch unsere Leistung gebracht und das wird auch wertgeschätzt vom Trainerteam. Ja. Natürlich sollte man das nicht ausnutzen, ja, aber man kann, wie gesagt, wir haben vorher darüber geredet, Kommunikation ist extrem wichtig. Ja, und dann, wenn du irgendwie sagst, hier Trainer, ich fühle mich heute irgendwie nicht so gut, ich würde gerne aussetzen, dann sagt er, hey, kein Problem, lieber habe ich dich morgen wieder im Spiel dabei, anstatt dass du heute trainierst und morgen bist du dann richtig krank. So, und also diese Wertschätzung weiß ich sehr zu schätzen und ja, also es ist auch so, man kriegt auch sehr viel Vertrauen mit und das ist auch so, dass der Trainer teilweise auch von dir lernen will, ja, weil er natürlich weiß, dass wir eine andere Ausbildung genossen haben als jetzt die Spieler hier und dann, also er nimmt auch schon Einflüsse von uns sozusagen für sich auf und versucht es dann auch irgendwie zu integrieren und auch anderen Leuten beizubringen. Ja, stimmt. Ist bei euch so? Ja, also was mir jetzt aufgefallen ist, es ist nicht nur die Beziehung Trainer, Spieler auf dem Feld und beim Training, beim Spiel, sondern er ist halt auch für einen da, wenn du Probleme hast, persönliche Probleme, private Probleme, wenn irgendwas ist, der hat uns auch gesagt, ja, wenn ihr irgendeinen Scheiß baut, wenn ihr Fehler macht, könnt ihr mich immer anrufen und das Erste, was ich wissen will, ist, ob es euch gut geht, ob alles okay ist und ja, das ist so, das ist auch ein großer Unterschied zu Europa. In Europa ist der Trainer, Spieler auf dem Feld, beim Training und sonst hast du keinen großen Kontakt zum Trainer oder wenn irgendwas ist, rufst du nicht deinen Trainer an, sondern du rufst deine Freunde, deine Eltern an. Und ja, das ist so diese private Beziehung zum Trainer ist hier viel ausgeprägter als in Europa. Und das ist eigentlich auch gut zu wissen, weil wenn du hier rüberkommst und dein Englisch ist nicht so gut, du hast keine Freunde, keine Familie, und dann hast du auf jeden Fall die Mannschaft, mit denen du coachen kannst, aber dein Trainer eigentlich, wo du immer zurückkriegen kannst. Das ist wie so ein Papa-Figur, so, genau, oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant und hilfreich, ja, wie das hier abläuft. Was war der lustigste Moment so in euren Jahren hier und was war bis jetzt so dein lustigster Moment hier in den 3-4 Wochen? Ich glaube, da gibt es. Also, es gibt unzählige. Was ich jetzt nicht sage, also es gibt jetzt nicht einen Moment, den ich extrem witzig fand, aber es ist halt da. Es passiert immer was, weil es ist immer was lustig. Wie gesagt, die Jungs sind immer zusammen und ich meine, wenn die Jungs zusammen ist, dann passiert immer was Gutes, aber was mir richtig gut gefallen hat, ist dieses im ersten Jahr, wo man eben auf dem Campus und es ist dann irgendwie wie so Schulandheim. Feeling. Ja, ein Jahr. Du hast du lebst wie im Hotel eigentlich sozusagen, weil die. Und also es sind halt irgendwie, alle sind von daheim weg. Ja, es sind halt irgendwie nur Jugendliche zusammen, ja, und irgendwie hat jeder so den gleichen Mindset und ja, das ist ganz lustig. Ganz lustig, ja. Ja. Auch dann mit Feiern gehen und weggehen und alles. Ja. Wir hatten eigentlich unzählige. Jetzt eigentlich hat man jeden Tag irgendwas Lustiges. Ja. Passiert immer irgendwas. Was bei dir bis jetzt Moment. So ein Moment kann ich jetzt nicht hervorheben, aber es ist halt Zusammenleben mit, ich bin jetzt mit in einer Suite mit 5 anderen, also wir sind zu 60 Jungs, ja, da passiert alle 10 Minuten passiert etwas Lustiges, wir sind die ganze Zeit am Lachen, also es ist extrem cool, also ich freue mich auf das ganze Jahr hier, ich freue mich auf meine Zeit hier und ja, ich denke, es kann nur besser werden, es ist auch der Anfang. Ja, es ist der Anfang. Also ich bin echt wirklich neidisch so. Ich würde auch ganz gerne wieder anfangen und das alles machen. Ihr hattet ja gesagt, im Spring habt ihr öfters auch mal frei.
Ja, habt ihr Zeit, öfters auch mal rumzureisen? Wenn ja, seid ihr schon mal irgendwo gewesen in Amerika? Habt ihr euch ein bisschen was anderes angeguckt? Also, Spring Break machen wir mal. genau, also wie gesagt, in der Saison an sich, weiß halt zu den Spielen, die man hat, ja, Ja. man Man sieht das Hotel und den genau, man Fußballplatz. sieht das Hotel und Fußballplatz und wahrscheinlich noch ein bisschen vom Campus, von der anderen Ja. Uni, aber sonst eigentlich nicht. Gut, ich meine, ich weiß jetzt, letztes Jahr waren wir in Virginia oder nee, in Washington, Nee, Chicago. in Chicago, genau. Okay. Und gut, dann versuchen die Trainer schon irgendwie mal so eine Stadttour zu machen, aber es ist dann auch immer ein bisschen kritisch jetzt. Am Wochenende waren wir, hätten wir zu den Niagara-Fällen nach dem Spiel sollen, aber das war dann auch die Zeit zu knapp, haben wir dann auch nicht mehr geschafft. Also man sieht, man kommt ein bisschen rum, aber man sieht jetzt nicht so viel. Gut, dann im Spring ist es ein bisschen anders, da hast du halt dann die Wochenenden frei und der Flug, wir sind relativ nah in New York City drin, da kann man dann nochmal irgendwie Freitagabends losfahren, hat dann Sonntag, Samstag, Sonntag dann in New York City und ich meine, die meisten Jungs wohnen auch da in der Gegend, kann man dann mal übers Wochenende wohin fahren und dann hat man eben hier, so was der Flug gesagt hat, Spring Break und Thanksgiving Break und Fall Break und was weiß ich nicht was. Flo und ich waren jetzt, glaube ich, Letztes Jahr, letztes okay. Jahr sind wir nach Kalifornien geflogen, nach San Francisco. Ja. Genau, und Aber sonst ist die ja. Zeit eigentlich auch schon begrenzt, also man kann jetzt nicht so viel. Im Sommer halt, wenn man Ja, Semesterferien im hätte. Sommer hast du 3 Monate, Da das könnte ist man. eigentlich Luxus, weil wenn man so vom Deutschen her, du hast so eine Woche Ja. außerhalb der Schulzeit Genau, Ferien ja. gehabt, dann hast du gesagt, komm, wenn deine Eltern unbedingt in den Urlaub reisen wollten, dann sind wir eine Woche noch irgendwo hin, aber du musstest dich ja sowieso fit halten. Ja. Und es war eigentlich nicht wirklich so, dass du frei ja hattest. Hier hast du 3 Monate im Sommer, ein zwei Monat Mo oder ein Monat? ein Ein Winter Monat im Winter. genau Und was macht und ihr? Fliegt ihr dann immer nach Hause oder? also eigentlich wie der Kerl schon gesagt hat eigentlich alle internationalen fliegen eigentlich immer heim zumindest mal ja über den Sommer auf jeden Fall ja und Winter eigentlich sowieso weil es dann auch ganz schön ist ja bei Weihnachten mal daheim zu sein genau ja außer man möchte hier ein Praktikum machen dann lohnt sich schon im Sommer da zu bleiben oder dieses Summer League zu spielen aber ansonsten eigentlich ich würde sagen der Großteil fährt immer oder fliegt immer Ja. heim. Obwohl manche spielen, wie gesagt, diese PDL, das ist dann so eine Sommerliga, die angeboten wird. Das ist dann auch, gibt dann auch irgendwie attraktive Standorte wie, weiß ich, Florida oder, keine Ahnung, Kalifornien. Ja. Muss man halt dann gucken, wo man ein Ja. Team findet. Also das haben auch jetzt einige gemacht von uns. Ich persönlich bin jetzt immer nach Hause geflogen, weil ich, wie gesagt, ich hatte jetzt auch noch ein Praktikum daheim. Und im ersten Jahr, ich meine, ja, man vermisst halt dann auch irgendwie seine Freunde und Familie, ja, und will die halt dann auch irgendwie wieder sehen. Ja. Und ich bin jetzt auch, und wie gesagt, Flo, über Weihnachten ist man dann eh daheim. Aber also die Möglichkeit besteht, dass man hier bleibt, aber die meisten entscheiden sich dazu, dann nach Hause zu fliegen. Partys, eigentlich müssen wir ein bisschen über Partys sprechen, oder? Es ist wirklich so, viele Leute fragen mich immer, ist es wie ein Film so bei American Pie mit den Solo Cups und sowas alles? Wie ist dieser Lifestyle hier im College? Wie würdet ihr sagen, ja, Sehr extrem. sehr extrem? Sehr extrem. Ja. Ja, ist auf jeden Fall anders. Ja, also, Lustig auf jeden natürlich ist Fall. es in den Filmen immer ein bisschen extrem dargestellt, aber Ja. es ist schon ist sehr nah dran. Ja. Da wäre Wir sind jetzt auch schon 2 Jahre her, ja. Wir sind es mittlerweile auch gewohnt, aber was mich am Anfang überrascht hat, waren diese Brüderschaften und Schwesternschaften, Ja. die ja wirklich in so einem riesen Haus zusammen wohnen und dann Hausparty schmeißen. Ja. Ja, ist Und Ich meine, ja. dann Partys, wo dann 500 Leute sind, das halt, kann man sich ja halt nicht vorstellen. Genau. Ist Und halt Party. generell ist es halt so, dass ja, das Party, der Party-Lifestyle schon extrem wichtig ist für andere Studenten hier. Ja. Ich meine, wir als Athleten, natürlich gehen wir auch feiern, ja, aber es ist nicht so extrem. Andere Studenten, die sind dann auch teilweise unter der Woche Ja, auf der jeden Tag, Piste ja. und feiern da. Und Genau. Aber ich meine, man hat natürlich noch ein anderes Standing, war als Fußballer. Ja, Wenn ja. du zu einer Party kommst, jeder kennt dich, klatscht dich ab, geiles Tor, super Sieg und sowas alles. Also es ist auf jeden Fall anders auf dem Campus, Ja, oder? Wenn man man ein ist, also Sportler ist. man ist schon angesehen, sage ich, auf dem Campus. Also die meisten Leute Man, wissen dann ja, schon, wer einer, wer wer man man ist, ja. ist quasi. Und die finden es eigentlich auch immer ganz cool, dass man halt dann so ein Fußballteam ist. Und ja, also mit den Partys kann er schon seinen Spaß haben. Und ich meine, ja, auch gestern jetzt, wir haben gestern 4-0 gewonnen und sind danach eben weggegangen. Alle Und halt dann zusammen. jeder, der irgendwie Bescheid wusste, so, hey, good game und congrats on the win und bla bla bla, und das ist dann schon ganz Cool. ganz
Cool. Ja, vor allen Dingen, ja, wenn du auch gut spielst, dann bist du auch gleich in der Media. Du hast ja gestern auch ein Interview gehabt, BU Pipe Dream. BU Pipe Dream ist unsere Zeitung, die wollen sofort einen Quote haben, damit die das in die Zeitung schreiben können. Unser Media-Team, die sind sofort dabei und gucken, dass sie euch ein bisschen hier auch im Lokalen, in der Community vermarkten können. Und das ist schon echt cool. Also, das vermisse ich schon immer öfters mal so im Wochenende. Einfach, du stehst da und dann sind so 3-4 Leute da und quatschen mit dir und du erzählst dir ein bisschen über Fußball. Ja. Über das nächste Spiel und alles drum und dran, ja. Nee, danke euch Jungs. Klar, hat mich gefreut. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall euch viel Erfolg. Bleibt gesund, macht weiter so. Viel Neues, ein guter Start. Lass den Ball auf dem Boden. Das ist auf jeden Fall gut. Und ja, genießt die Zeit. Ja. Ist schnell vorbei und macht das Beste draus. Mach okay? Dankeschön. Ja. Cut!